Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Es wird langsam schwierig, sich neue Begrüßungen einfallen zu lassen. Aber ich will immer wieder was Neues bringen. Und Susi, ich höre eine Säge. Echt? Scheiße. Ich glaube, es ist ein Billy. Ein Billy auf Ormond. Ach du Kacke. Hallo übrigens auch, was macht ihr mir? Ja, Billy ist hier. Also hier ist eine Mac vor mir, die gerade einen Totem weggemacht hat. Ich hatte gerade mega Lag. Billy ist hier bei mir, jetzt rast er wieder weg. Okay, dann gehe ich jetzt mal an den Gen, wenn Billy gerade hier war. Der ist ja bei mir jetzt. Okay. Aber, oh, er doch, er folgt mir. Nee, er folgt der Mac. Dann habe ich nichts gesagt. Also ich bin oben auf dem Hügel. Oh, naja, ich bin hier bei diesem, bei dieser kleinen Hütte. Okay. Wo und Fang meistens ist ein Totem AFK drin ist. Also die I'm not in the locker Fang ist AFK. Die ist auch I'm drin. Not in the game. Ja, also ich sehe sie. Wer bei mir guckt, sieht sie auch. Weil also eben, Billy ist immer noch hier hinten. Er hat die Mac aber verloren. Aber ich kann nicht zurück an den Generator, wenn der hier noch rumrennt. Ich will mir keinen neuen suchen. Sie hat die erste Krähe. Okay, er fährt weg. Sorry, meine Stimme schläft noch. Er hat Fang. Oh, Fang ist gerade. In dem Moment ist sie erwacht, als. Sie wurde wach geküsst von Billys Säge. Ja, quasi. Also ich bin mit Mac jetzt wieder am Generator. Billy? Der ist auch bei 3/4 jetzt. Okay, also ich hab gerade halb auf dem Hügel gehangen. Oh, er kommt wieder hierher. Was war das denn jetzt gerade? Tja, AFK fängt jetzt was an. Er sucht uns beide, aber findet uns beide nicht. Ach ja, ich muss ja das ist ja, machen. Das ist krass. Wir sind hier zu zweit und er findet uns einfach beide. Er geht durchs Haus, glaube ich. Ich gehe mal auf Totemsuche. Weil ich muss für die Archivaufgabe jetzt Totems kaputt machen. Oh, er ist hinten an der Check. Ich würde halt dann eigentlich gerne den Generator im Haus noch wegmachen. Aber ich bin mit der Mac jetzt einen weitergegangen. Okay, er fährt halt immer komplett am Haus lang. Wo kommt der denn rum? Junge. Okay, ich renn mal Richtung Haus. Hier ist ein Totem. Ja, Billy jagt Bill. Ja, ich bin Bill. Ah, das bist du. Okay. Ich habe voll nicht mitgekriegt, wer du bist eigentlich. Okay, ich bin hier auch. Ich muss los. Macht Platz. Ich habe hier voll das Fettshaming. Was ist das denn hier? So, du hast gesagt, hier ist ein Totem. Wo ist denn das Totem? Ich glaube, er hat mich verloren. Hab ihn ausgetrickst. Er hat Fang. Ich komme gleich zu dir. Obwohl, ich gehe da mal kurz Totem suchen. Ich glaube aber, der Killer ist nicht in unserem Rangbereich. Nee. Er hat jetzt die Fänge das erste Mal angeschlagen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe Billy noch nie gespielt, aber ich glaube, das ist ultra schwer. Ja, der ist auch Siege. Schwer. Ich hab den einmal im Stream, wo wir die Killer ausprobiert haben, habe ich den einmal ausprobiert. Der ist richtig schwer. Ey, du kannst halt, wenn du sägst, absolut null lenken. Ja, und das Problem ist halt, sobald du ein Billy bist, der nicht sägt, sondern schlägt, wirst du als
Babykiller bezeichnet. Weil ich mir denke, ja, warum darf Billy nicht schlagen? Das ist genauso seine Fähigkeit. Ja, richtig. Okay, ich... Aber er jagt immer noch die Fänge Richtung Scheck, glaube ich, ist es dort hinten. Ja, ich bin im Haus. Meg schleicht hier durchs Haus. Was macht sie denn? Jetzt hat sie gemerkt, ich bin auch hier. Jetzt kommt sie an Jen. Ich würde gern retten gehen, weil ich muss noch hilfsbereit Emblem kriegen. Und ja, das ist halt in so einer Runde schwierig. Oh, scheiße. Okay. Zeitgleich angemacht. Ich und die andere wahrscheinlich. Nee, die andere war bei mir. Hä? Oh, ich hab einen Totem. Was leuchtet? Pass auf, ich glaube, der hat nötig. Sekunde. Warte. Ja, die Feng rennt schon. Bedeckt. Die Feng will auch retten. Halt dich bedeckt. Warte, ich mach das Totem weg. Ja, aber wie ist da, sind da jetzt plötzlich zwei Gens angegangen? Das weiß ich nicht. Okay. Hat geknallt. Oh, Facecamper. Ich zieh ihn mal weg. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Am Ende klatscht er uns jetzt alle noch um. Sie hat auf jeden Fall den Haken für mich frei. Siehst du mich? Ja. Hier ist die Luke. Das war halt von der Meg auch echt ein bisschen doof jetzt, ne? Boah, ey, echt jetzt. Die Feng regeneriert sich halt aber auch nicht. Du kannst sie ja nicht mal aufheben, wenn sie jetzt... Wenn sie noch 3 Kilometer kriecht, aber... Der Killer ist halt... Ist hier. Warte, ich habe halt keine... Jetzt hebt er sie hoch. Warte, ich will dich gleich... Die Meg rennt auch hier schon rum. Und hat einen Hit getankt und... Oh, Meg. Ich geh weg, komm, Leute. Komm, Bang, raus mit ihr. Yeah, sie ist raus. Okay, Fang, raus, raus, raus. Ich mach mal hier den Außengang. Jetzt sind wir zwar alle verletzt. Ach du Scheiße, Fang. Sie jagt sich hier am Ausgang mit dem. Ey, der andere Ausgang ist auf der gleichen Linie hier hinten in der Ecke, aber ich muss mich auch erstmal... Ja, ich versuche mich auch erstmal hochzuheilen. Die sind da hinten, ich renne Richtung Ausgang. Ich will nicht, dass sie jetzt da hinten sind. Also sie sind, glaube ich, bei mir hier weg. Ja, der ist bei diesen Sesselliften, der andere Ausgang. Okay. Ich bin hier in die Nähe gekommen. Ach du Scheiße. Wo ist der Ausgang? Bei den Sesselliften. Wo sind die Sessellifte? Auf gleicher Linie. Bei der Scheck? Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Kämpft er sie jetzt weg? Ja. Du musst auf die andere Seite wieder. Da, wo er ist. Auf der Seite, auf der anderen Ecke von der Hütte. Ja, genau, du läufst jetzt genau richtig. Also ich gehe da jetzt nicht hin, also sorry, ne? Ich auch nicht, der steht dann vor mit seiner gezogenen Säge. Ja. Ich mach auf, also sorry, aber... Mein Kill kriegt er nicht. Siehst du das? Da steht er immer noch. Ich, sorry, aber... Das Ding ist, es hat halt... Also ich hätte rein theoretisch geliehene Zeit, aber... Wenn er mit der Säge kommt... Ja, kannst du nichts gegen machen, da bist du... Dann lieg ich wieder. Ja, so, warte mal, ich habe hier gerade irgendeine Windows-Meldung bekommen, Entschuldigung. Okay, ich so, bin auch raus, die ist eh tot. Ja, er steht halt auch instant vor Feng, also... Die kann jetzt auch schimpfen, was sie möchte im Aftershat. Wow, also weißt du... Kaum spiele ich mit dir zusammen, kriege ich solche Lobbys. Aber dann spielt der den Billy noch nicht lange. Nee.
Ich habe eben schon ein, zwei Runden ohne Tina gespielt, als ich auf sie gewartet habe. Da hatte ich nur Rang 11. Eben hatte ich Rang 20 als Killer und kaum spiele ich mit Tina jetzt Rang 4, beziehungsweise jetzt Rang 5. Was ist hier los? Aber hey, wir sind rausgekommen, ja? Also das müssen wir jetzt hier einfach an dieser Stelle mal festhalten. Und ja, Challenge, also... Ja, das ist jetzt die Erklärung und Entschuldigung oder was, keine Ahnung. Ja. Das war so klar, dass die Fang am Meckern ist. Ja, ja. Oh Gott, ey. Aber die hat gesagt, die Mac ist doof. Ich bin nicht die Mac. Sehr gut. Nee. So. Also, ja. Ich kann es verstehen, dass das frustrierend ist, wenn man am Haken hängt und nicht gerettet wird. Aber wenn Billy mit gezogener Säge vor demjenigen hängt, der am Haken ist, das bringt doch nichts. Ja. Es macht einfach null Punkte. Es ist halt einfach nur ein Austausch. Ist der eine vielleicht runter, dafür hängt der nächste. Und irgendeiner wird am Ende eh nicht mehr gerettet. Richtig. So. Deswegen, wir sind raus. Jetzt waren wir mal nicht komplett altruistisch, weil wir uns nicht geopfert haben für unsere Mates. Und ich würde sagen, damit weiter in die nächste Runde. Da können sie schimpfen, wie sie wollen. Wir sind denn kommen. Auch wenn der Afterchat ein bisschen salty war. Aber jetzt ja nicht unbedingt wegen uns. Egal, wir sind raus. Wir sind raus. Richtig. Und sind jetzt mega motiviert, dass die Runde auch gut läuft. Wir haben und wir haben Kotzi! Richtig, ich habe ja auch gerade einen Brunnen gesehen. Ja, sie ist hier bei mir hinterm Haus. Ich habe hier ein vollgekotztes, leuchtendes Tote. Ich warte mal kurz, ich muss also gleich weg. Also sie bricht, glaube ich, die ganzen Gens an. Sie war gerade hier am Ausgang in der einen Ecke. Irgendwie geht diese Kotze hier nicht weg von dem brennenden Totem. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ich wusste auch nicht, dass man Totems anbrechen kann. Ich auch nicht. Oh, die erste ist, ich glaube, die Bunnyfang ist das. Oh, nicht hierher. Uhuhu, sie got me. Vom Totem. Es ist hier irgendwo in der Nähe. Kurz Herzschlag. Sie kommt in meine Richtung? Ja, sie ist mir hinterher. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, wenn du dort reinrennst, ist okay. Ich bin hier draußen am Ausgang am Generator. Ah, ihr seid oben, oder? Nein. Aber sie ist oben. Okay. Dann hat sie jetzt wen anders da oben. Versuch's nochmal mit dem Totem. Ja, es könnte Ruin sein. Ich habe gerade getestet. Kommt schon wieder, das schaffe ich nicht. Nein, es war so knapp. Ich hab's nie geschafft. Okay, aber ich weiß jetzt, wo es ist. Oh nee, es war so knapp. Ich war vielleicht bei 95% und dann hat sie mich umgebracht. Die läuft in deine Richtung. Das gibt's doch nicht. Hype. Ich wusste nicht, ob du gewiggelt hast und ob das gereicht hätte zum Blocken. Es hat nicht gereicht. Du spuckst daneben. Ich hab mein Handy noch nicht auf lautlos, stelle ich gerade fest. Upsi. Also ich rufe nicht an. Nee, ich hab nur eine Nachricht bekommen. Ich hab gestern, ich glaube, das zweite Mal überhaupt mit Susi telefoniert. Ja. Das ist voll strange. Wir schicken uns immer Sprachnachrichten. Aber jetzt haben wir gestern ganz kurz telefoniert und das ist so komisch, wenn man direkt eine Antwort hat. Ja, gell? Das war ganz anders. Die bewacht auch ihr Kacktotem. Also in der Shack ist auch noch ein Totem, falls du. Das war, glaube ich, mein Generator. Mann! Warum? Jetzt hat die mich schon wieder. Oh, sie hat Blutspucke. Ja. Also ich würde sagen, unser Glück für heute ist aufgebraucht. Wir sind in der ersten Runde rausgekommen und das war's. Muss reichen für 3 Monate. Ja, wirklich. Also, wenn sie durch die Palette geht. Ja, nein. Oh, nein! Ja, ich stand auf der falschen Seite. Aber der Wille war da. Sie läuft aber nicht hinter ihr her, sie geht zurück zu ihrem Totem. Alter, die bewacht wie Sau ihr Totem, das geht gar nicht.
Ja, also aber hat sie da vielleicht noch aufgezehrte Hoffnung oder irgendwas? Weil ganz ehrlich, Ruin würde ich jetzt nicht so bewachen. Also keine Ahnung, sie ist wieder hier. Ja. Sie kotzt mich nochmal an. Ja, wir haben es verstanden. Du findest mich zum Kotzen. Ja, geh doch halt einfach. Meine Güte. Blödi, nein. Ja, nein. Blutkotze. Och, Blödi, weißt du. Ich habe das Gefühl, Klödias sind ganz oft ein bisschen dumm. Ja, deswegen hassen wahrscheinlich alle Killer die Klödias. Hi, ich suche einen Brunnen. Hier ist keiner. Ja, die sind nur noch hier. Dafür liegt sie jetzt. Bunny Fang ist bei mir. Ich meine, das einzig Gute ist, gell, wenn du am Haken hingst und die dich angekotzt hat. Na, sie kommt jetzt hierher. Und sie dich halt angekotzt. Sorry, ich wollte. Oh, Blutspucke. Gehst du retten? Ja, ich gehe aber außen rum. Die winkt und winkt, ja, wink halt weiter. Aber die kommt auch nicht hier hinter. Jetzt. Ist gerade hier auf dem Weg gewesen. Mensch, Klödia. Was winkst du denn in deinem sexy hexy Outfit? Oh, Feng. Sie kommt zurück. Ich versuche das Totem zu machen, aber das wird nicht. Nein, sie spuckt. Also, das ist die bewacht, dieses Totem. Die ihren Augapfel. Na, sorry, Klödi. Du hast gesagt, ich soll das Totem machen. Ich will wenigstens ein Totem die Runde haben. So. In der Scheck war doch eins. Ja, das habe ich jetzt weggemacht. Und wie sieht der Generator aus? Fertig. Oh, wie oft. Ach gut, wir waschen uns halt auch so viel. Sie kotzt halt echt gut. Muss man halt mal sagen, ne? Also mich hat es bisher nicht getroffen. Ich konnte immer irgendwie ausweichen. Echt? Ich habe die ganze Zeit angespuckt. Ja, du bist halt besser im Wegrennen wie ich. Lässt sie jetzt Klödi liegen? Also mit der Blutkotze hat sie mich noch gar nicht erwischt. Und mit der normalen hatte sie mich, glaube ich, einmal. Ich gehe zu Klödi. Ah, nein, sie ist hier. Lauf, Junge. Sorry, Feng. Wow, Klödi stand gerade und liegt wieder. Ich bin halt auch jetzt dort lang gelaufen. Es war vielleicht auch ein bisschen fies, aber... Ich mach. Okay. Ich hab ein Medikit gefunden. Okay. Wegen Ruinen und so. Okay. Ja, Feng ist auch dahinter gerannt, also. Ja, ich bin halt dann genau dort mit lang, wo Feng war. Und deswegen wird sie dann wieder auf die Klödi gespuckt haben. Ich bin tot am Haken, also ich gehe jetzt nicht nochmal hin. Ja, aber sie rennt halt dort rum, weil dort ist ihr Totem. Es ist halt echt. Bleibe ich auch noch hängen. Hashtag hängen geblieben. Jetzt hat sie die Klödi. Diese Stinkewolken. Das sieht immer so. Es könnte sein, dass sie ihr Add-on dabei hat, dass sie stinkende Leute sieht. Ach so, nee. Hat Blutkotze geholt. Ja, sie geht, glaube ich, zum Haken zurück. Ich suche gerade erstmal noch einen Generator oder ein Totem, aber irgendwie. Hier hinten neben der Shack ist noch ein Generator. Da war sie. Ja, sie läuft hinter Richtung Shack.
Okay, dann gehe ich weg. Ich wollte zwar hier an den Generator, aber sie hat Bunny Fang. Ist das scheiß Totem jetzt immer noch da? Wow, ja. Fang, Mensch. Sie kommt zurück. Ich war gerade auf dem Weg zum Totem, jetzt kommt Fang hier lang gerannt. Okay. Bin jetzt hier hinten am Generator. Läuft sie jetzt echt Kringel? Siehst du sie? Naja. Ja. Halt, sie kotzt sie an. Sie steht halt instant davor und kotzt sie die ganze Zeit an. Jetzt läuft sie ein Stückchen weg. Ich hoffe, die Klödi... Ach, scheiße. Hat Blutpotze geholt. Ich hoffe, die Klödi macht einen Generator irgendwo. Warte. Sie geht weg. Wohin? Ich mach jetzt das... Keine Ahnung, ich mach jetzt das Scheiß... Klödi, warte nicht! Die kommt doch zurück! Oh. Ich wollte doch erst das Tote machen! Oh, jetzt hat sie disconnected! Echt jetzt? Die Dings hat disconnected. Weißt du, die hat sich auch... Ja, die Fang hat auch gedacht, so, weißt du... Mach aus das Totem, häng mich dann ab, weil dann sieht sie ja, dass du zurückkommst. Los, Klödi, jetzt komm wenigstens hier ran und mach was Sinnvolles. Wir haben den letzten Generator. Ich bin eh tot. Scheiße. Weißt du, was soll denn sowas? Ich setz mich extra ran und mach das Totem, bevor ich sie vom Haken hole, damit sie nicht sieht, dass ich sie vom Haken hole und das Totem mache. Und die ist so... Dämlich. Echt jetzt. Jetzt hat sie den Ausgang angespuckt. Na, das ist halt jetzt Kotzi, ne? Die kann die Ausgänge jetzt anspucken. Dass sie sieht, wenn du dich infizierst. Egal. Ja. Ey, sowas regt mich einfach nur auf. Ah, Glödi hat hier die Luke. Ja, die campt jetzt die Luke, wa? Hier, Klödi ist hinter der Wand. Ja, die ist hier an der Luke hockt die. Sie ist jetzt am Ausgang. Warte, sie ist am Ausgang. Sie macht den Ausgang. Also, sie wird mich nicht mehr holen kommen. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die mich holen kommt. Warte, sie hat noch nicht aufgemacht. Sie hat auf 99 gemacht. Aber die wird rausgehen. Sie wäscht sich. Also ich kann hängen. Ich hab Zeit. Wieder Blutkotze geholt. Die hat sich gewaschen. Ja, Klödi geht raus, weil sie kommt. Du kannst versuchen, dich rauszuholen. Ja, mach ich schon. Okay. Wow. Och Mann, ey. Ja, aber das ist echt, diese Clodette ist so... Warum? Ja, du Rang 1 Spieler. Ganz ehrlich. Ich komme die ganze Runde durch, weißt du? Und dann sterbe ich am Ende am ersten Haken. Das ist immer so bitter. Ich verstehe Clodette halt einfach nicht. Jetzt geh halt raus, Mädel. Du kannst mich eh nicht mehr holen. Du bist verletzt, ich bin dann verletzt. Wie soll denn das gehen? Er ist halt Rang 1, ne? Boah, ey, ehrlich. Und sie hat halt noch die Blutspucke. Ja. Geh raus. Wenn ich es schaffe. Lilly heilt sich hoch. Oh mein Gott, es wird knapp. Okay. Sorry. Oh Gott, ey. Ja, gut, aber damit musst du ja rechnen. Wenn du jemanden noch vom Haken holst und dass der dann rausrennt, das ist ja eigentlich auch das Ziel, ne? Wenn du halt zurückgehst, um jemanden vom Haken zu holen. Also nach meiner Definition. Die wird sich jetzt wahrscheinlich aufregen, weil du rausgerannt bist, aber... Ja, was soll ich machen? Der Killer war hinter mir. Ja. Bis in den Ausgang. Also ich hab's aufgenommen. Ich kann's beweisen. Ja. Ach also Gott. Ich bin mal gespannt. Bin sehr gespannt, ob Dead by Lazy Devs jetzt noch was schreibt, aber ich würde sagen, wir beenden die Runde schon mal an dieser Stelle und sehen uns gleich in Runde Nummer 3. Sag's euch, es ist Mission Impossible, dass Susi und ich einfach alle 3 Runden entkommen. Das ist unglaublich. Hatten wir das überhaupt schon mal? Ich glaube nicht. Im Stream hatten wir das schon ab und an mal. Ja, dass wir hintereinander öfters entkommen sind.
Das stimmt, also müsst ihr immer Streams gucken, obwohl wir ja freitags zukünftig... Ach du meine Güte. Echt jetzt? Echt jetzt? Also, ich habe mir diese Map gewünscht, weil wir immer so selten auf dieser Map sind. Und hat Tina einen Offenring für mich genommen. Und ich dachte, diese Map ist halt für uns echt cool, weil du dich ja gut verstecken kannst. Und dann kriegen wir diesen Kack-Doktor, den einzigen Killer, mit dem du hier dich nicht verstecken kannst. Ah! Ja. Ich raste aus. Ey, wirklich, was ist denn das? Ah, Gott. Ich kotze gerade aber richtig, ey. Also ich würde doch sagen, es ist definitiv Mission Impossible, dass wir hier rauskommen. Ja. Obwohl wir das im Stream auch schon geschafft haben. Versuch mal aus seinem Schockradius zu kommen, falls er jetzt blastet. Okay. Jane, nein, ich muss doch helfen. Ah, jetzt ruft mich meine Mutti an. Ah. Also sorry, falls ihr das Vibrieren hört, das ist meine Mama. Mama, ich rufe dich zurück. Ah, jetzt kommt auch noch ein Skillcheck. Ich habe meine Mama mal schnell weggedrückt. Hi. Ich gehe jetzt hier hoch. Okay, dann komme ich mit. Aber eigentlich muss ich, ich brauche noch immer mein Hilfsbereit-Emblem. Ich bin jetzt zweimal rausgekommen. Aber ich habe immer noch nicht dieses Hilfsbereit-Dingsbums fertig. Das ist doch blöd. Er schockt. Okay, er blastet aber nicht. Wow. Das wird ja wieder eine tolle Runde hier. Also Disconnect. Na toll. Warum, Leute? Warum? Vor allem sind noch 4 Gens zu machen. Ja, das können wir aber die Runde. Die können wir echt abhaken. Das ist einfach so. Ah ja, wir geben wie immer unser Bestes, aber. Ihr wisst ja, wie das ist. Das ist immer gar nicht so leicht. Oh nein, er hat dich. Ja, er ist auch direkt hinter mir. Ich habe auch kein Balanced Landing. Das wird's jetzt gewesen sein. Ja. Wow, ich bin runter. Er ist noch hinter mir. Kannst ja, ich heile Jane schnell. Ich renne mit ihm auf die andere Straßenseite. Oh. Jetzt war ich verwirrt. Hier standen plötzlich 2 Doktors. Ach, verdammt. Er blastet bestimmt, wenn er dich an Haken gehangen hat. Wenn sein Blast wieder ready ist. Ja. Er geht erstmal dort hinter, wo ich gerade schon mit ihm langgerannt bin. Ich sehe nicht, was er jetzt macht. Also er ist. Aber dort hinten wird er, glaube ich, nicht blasten. Macht ja mehr Sinn in der Mitte der Map. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist verschwunden. Er kommt wieder, Jane. Ja, Jane, rennst du mir jetzt noch hinterher? Vielleicht will ich irgendwie schützen. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Killer ist trotzdem hinter mir. Soll ich kommen? Er hat von mir abgelassen. Toll, jetzt schreie ich, weil ich wahnsinnig bin. Jetzt weiß er wieder, wo ich bin. Und folgt mir. Oh Gott. Ich werde den Jen, wo ich jetzt dran sitze, nicht anmachen. Wieso? Er hat die Jane. Ja, weil die alle hier in einer Ecke sind. So. Weil dann weiß er, wo ich bin. Ich versuche den vorne auf der Straße noch zu machen. Weißt du?
Ja. Versucht dieses alte Gen-Prinzip, weil solange wie er mit euch da hinten beschäftigt ist. Oh, eigentlich muss ich Totems machen. Aber wenn halt Leute disconnecten, da kannst du halt. Okay, jetzt. Da musst du gucken, Jane, dass du nur noch schnell die Gens durchziehst. Ja, es ist. Er ist hinter Jane hier. Ist hinter Shaq. Fuck, ey, er blastet. Hier, siehst du ihn noch? Nee, da. Okay, warte, ich. Er hat gerade geblastet, er kann eigentlich so schnell nicht wieder blasten, aber er kommt geht bestimmt in den Keller. Sie liegt. Guckt in irgendwelche Schränke. Wartet er jetzt, bis sein Blast ready ist? Ich weiß es nicht. Nee. Sie steht. Okay, sie hat Unbreakable. Nice. Aber dann hat sie es jetzt halt schon gewastet. Ich würde mir das halt aufheben. Sie weiß doch, dass ich hier war. Ja, sie beruhigt sich jetzt erstmal. Sie ist an der Shack. Ob ich hier noch einen Generator. Ach, ich mach den. Fuck, Alter, er hat sie. Ist wieder komplett auf Null. Er geht aber weg von ihr. Na doch, scheiße, die. Also meiner ist hinten an der Ecke von der Map. Und der, wo ich jetzt dran bin, ist auch gleich fertig. Den ziehe ich jetzt auch durch. Dann geh den anderen anmachen. Ich bin jetzt hier am letzten dran, quasi. Ist zwar jetzt erst ein Viertel, aber. Er ist hier, scheiße. Dann setzen wir den ein bisschen unter Druck, den Killer. Ist er bei dir? Ja, ich glaube. Warte, dann gehe ich zum Haken. Warte. Ich habe mich gerade versteckt. Ja, er kommt hier hinter. Er kommt, glaube ich. Er hat mich verloren. Er sucht da hinten noch rum. Wenn du möchtest, geh mal in die andere Ecke, wo du den letzten Gen jetzt angemacht hast, quasi so diagonal die Karte rüber. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich höre ihn. Nee, er ist hier. Bin an deinem Gen, scheiße. Hat sie einen Strike? Ich weiß es nicht. Hast du dunkle Wahrnehmung mit? Nee. Aber er schockt dort die ganze Zeit rum. Warte mal, soll ich an Ausgang oder soll ich retten oder? Wie du willst. Du brauchst nicht. Ah, er hat sie hochgehoben. Glaube ich. Die ist tot jetzt. Ja. Versteck mich mal ein bisschen. Hä, ist wieder aufgestanden oder was ist hier? Hä? Ja, weiß es nicht. Ich mach den jetzt nicht ganz auf. Aber sie ist tot. Nee, aber sie steht doch. Ich geh jetzt mal hin. Warte, ich geh auch. Oh, Scheiße! Nein, ich geh nicht hin. Ist das Totem vielleicht zufällig hier? Jetzt ist sie gleich tot. Sobald sie hängt, mache ich auf. Dann ist Blutwächtergefahr weg. Ich hab halt null geschafft, irgendwie Totems zu machen, weil so. Ich nur die Gens gemacht habe. Mach auf. Okay. Wir sind entkommen. Oh mein Gott. Wir kriegen jetzt zwar wieder übelst den Shitstorm ab, ja. Aber das ist mir jetzt auch egal. Wir sind entkommen. Zweimal. Ey, du sogar dreimal. Ja, weißt du, das ist halt das, was wir letztens gesagt haben oder schon öfters gesagt haben. Es gibt Tage, da läuft gar nichts. Und dann gibt es solche Tage, wo DBD tatsächlich auch Spaß machen kann. Auch wenn du so Dullis dabei hast. Aber DBD kann Spaß machen. Okay, Matchmaking. Sehr gut. Matchmaking war jetzt nicht so gut. Aber hey, wir hatten immerhin gleich relativ am Anfang den einen Disconnect und mussten alles zu dritt machen. Das aber stimmt. Es tut mir jetzt sehr leid, dass Jane da auch auf der Strecke geblieben ist. Aber ja gut, so ist das halt, ne? Ja, irgendjemand ist halt dann das Opfer. Und das, was sie sagt, das wollte ich auch gerade sagen. Kann ich voll zustimmen.
Pech für die anderen, Glück für uns. Und ja, damit würde ich sagen, ich hasse dieses Spiel im Übrigen gerade immer noch, aber es war auf jeden Fall heute ein Erfolgserlebnis, mal wieder so zu spielen. Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Gucken, wünschen euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.